Heute geht es um ein brisantes Thema, nämlich das Thema Intelligenz und Ethnie. Und damit herzlich willkommen hier in Wetzolds Welt, dem Kanal für die radikale Mitte. Ja, dieses Video ist in gewisser Hinsicht nochmal ein Nachtrag zu meinem Gespräch mit Gregor. Dort kam es ja auf das Thema Intelligenz und war eigentlich gar nicht von mir so intendiert, aber für Gregor schien das irgendwie ein wichtiges Thema zu sein. Es hat jetzt ja nicht direkt was mit radikaler Mitte zu tun, aber möglicherweise ist das für ihn eine Art Rechts-Links-Lackmustest und den musste er an mir natürlich ausprobieren. Ja, was ich jetzt hier sage, sind meine persönlichen Ansichten zum Thema Intelligenz, meine Meinung, die ich mir gebildet habe. Ich habe mich durchaus auch mit psychologischer Fachliteratur zu dem Thema befasst. Natürlich bin ich nichtsdestoweniger kein Psychologe und schon lang kein Intelligenzexperte. Das ist ja auch nochmal innerhalb der Psychologie ein eigenes und auch sehr großes und heterogenes Forschungsfeld. Ja, es ist immer wieder natürlich im politischen Kontext ein heiß kontrovers diskutiertes Thema, wenn es um die Zusammenhänge zwischen Ethnie und Intelligenz geht. Also zunächst einmal möchte ich die empirischen Findungen referieren, soweit sie mir bekannt sind. Es ist so, dass regelmäßig bei Untersuchungen Ostasiaten intelligenter sind als Kaukasier, Kaukasier intelligenter als Afroamerikaner und Afroamerikaner wiederum intelligenter als Schwarzafrikaner, also aus Afrika selbst. Ja. Innerhalb der Weißen hat man auch herausgefunden, dass eben Juden signifikant intelligenter sind als Nichtjuden. Ja. Und die große Frage ist natürlich, woran liegt das? Und da scheiden sich insbesondere natürlich auch nach den politischen Lagern die Geister. Ja. Es gibt ja allgemein in der Psychologie immer zwei Erklärungsmodelle, wenn es um persönliche Unterschiede gibt. Das ist eben Nature versus Nurture, also zu Deutsch Anlage und Umwelt. Und bei der Intelligenz würde das eben heißen, dass eben die Intelligenzunterschiede einerseits eben genetisch erklärt werden könnten, andererseits aber eben durch Sozialisation. Ja. Und nach allem bisherigen, was ich gelesen habe zur Psychologie, gilt eigentlich in den allermeisten Forschungsfeldern, dass es niemals ein Entweder-Oder ist, sondern meistens ein Sowohl-als-Auch. Und also das möchte ich auch immer mal an einem Beispiel illustrieren. Ja, wenn ich einen Zitronenkern in die Erde lege, ja, und da wächst ein Zitronenbaum draus, dann kann man ja fragen, liegt das jetzt an der Anlage oder an der Umwelt? Und die Antwort ist natürlich, liegt es an beidem. Also ich werde aus dem Orangenkern keinen Zitronenbaum züchten und gleichzeitig wächst natürlich auch kein Zitronenbaum, wenn er nicht hinreichend Erde und Wasser zur Verfügung hat, damit er eben Wurzeln schlagen kann. Das heißt, eine Potenzialität braucht natürlich ein förderliches Umfeld, um sich zu entfalten. Und je förderlicher es ist, umso besser kann es sich auch entfalten. Ja? Natürlich gibt es eben aber auch eine Potenzialität, die gewissermaßen in der Anlage vorhanden ist, die da sein muss, damit sich auch etwas entfalten kann. Und etwas kann mit noch so guten Umweltbedingungen nicht über das Potenzial hinauswachsen, das sozusagen im Prinzip angelegt ist. Ja? Also das ist einfach so. Also das weiß ich, das kann man vielleicht mit dem Sport ganz gut vergleichen. Also jemand, der Leichtathletiktraining macht, ja, der wird natürlich deutlich schneller laufen als jemand, der kein Leichtathletiktraining macht. Aber auch der Leichtathletiktraining macht, wird die 100 Meter nicht in 5 Sekunden laufen können. Das wird wohl kein Mensch jemals können, ja, weil das einfach über das hinausgeht, was der Mensch prinzipiell kann. Ja. So, das ist eigentlich relativ trivial. Ich habe mitunter aber doch den Eindruck, dass sowohl im rechten als auch im linken Lager man dort mitunter relativ ideologisch unterwegs ist und dann jeweils eben bevorzugt auf die Umwelt oder aber eben auf die Anlagenerklärung pocht. Ja? Ich habe jetzt gerade heute nochmal einige Passagen auch aus dem Amelang Bartosek gelesen zum Thema Intelligenz und da ist es in der Tat so, wie ich das auch im Gespräch mit Gregor gesagt habe, dass es häufig man das eben nicht wirklich eindeutig klären kann. Selbst bei einem Experiment, ja, wo man dann ein gewisses Resultat hat, sind
mitunter konträre Interpretationen möglich, dass man es eben über Anlage als auch über Umwelt erklärt. Was ist aber, was man schon sehen kann, ist, dass Umweltfaktoren natürlich schon auch für den, ich will mal sagen, Bruttointelligenzunterschied noch eine erhebliche Rolle haben, dass aber auch, wenn man Sozioökonomie rausrechnet, dass trotzdem eben auch bei diesen Resultaten, die ich eingangs gesagt habe, immer noch ein signifikanter Unterschied erhalten bleibt. Ja, so, also wenn man jetzt das erklären will, speziell für diese genannten Untersuchungen, dann würde ich auch in Summe eine Erklärung präferieren, die im Grunde genommen beide Aspekte berücksichtigt. Und ich habe mir das so überlegt, also die ganzen Unterschiede Ostasien, Weiße, Juden, Schwarzafrikaner, Afroamerikaner, kann man meines Erachtens relativ gut plausibilisieren. Ja, das ist kein Beweis. Ich kann nicht beweisen, dass das so ist, wie ich jetzt erkläre, aber für mich ist folgende Erklärung plausibel. Ja. Ich glaube, dass der Intelligenzquotient in den Ethnien umso höher sind, umso mehr Kontinuität und auch, ich will mal sagen, Anspruch darin besteht, Schriftkultur zu pflegen. Ja, was meine ich damit? Also, dass Ostasiaten im Mittel intelligenter sind als Kaukasier, hat, glaube ich, zwei Gründe. Erstens ist das ostasiatische Schriftsystem einfach schwieriger und anspruchsvoller, ja, als das europäische, weswegen es sozusagen mehr Intelligenz benötigt. Oder ich würde mal sagen, die Erlernung der ostasiatischen Schrift ist sehr viel intellektuell, sehr viel anspruchsvoller, als die europäische Schrift zu lernen. Ja. Und das ist sozusagen eine Grundthese bei meiner ganzen Interpretation, dass also Intelligenztests sind ja Papier- und Bleistifttests und es geht dort um symbolische Zeichenverarbeitung. Und die Schriftlichkeit ist eben sozusagen dem sehr nah. Also alles Schriftkulturbasierte ist im Grunde genommen, sind Tätigkeiten, sind kulturelle Traditionen, die sozusagen Intelligenz dem nahe sind, was bei der Intelligenz eben gemessen wird. Ja. So, also das ostasiatische Schriftsystem ist anspruchsvoller und der ostasiatische Kulturraum hat die größte zivilisatorische Kontinuität. Also nicht nur muss das Schriftsystem, muss überhaupt das mal praktiziert werden, auch in hinreichender Breite, ja. Und also es muss einen, ich will mal sagen, Fortpflanzungsvorteil mit sich bringen, dass man gut in Schriftverarbeitung ist, wenn sozusagen der Intelligenzquotient dann in einer Bevölkerung auch langfristig steigt. Ja. Ein solches Steigen hat man ja auch immer wieder beobachtet, den sogenannten Flynn-Effekt. Man muss also innerhalb des 20. Jahrhunderts den Intelligenzwert, den Mittelwert immer wieder auch anpassen, weil über viele Jahrzehnte der Intelligenzquotient kontinuierlich zunahm. Man weiß natürlich auch, dass das kein universeller Effekt sein kann, weil wenn man das dann zurück extrapoliert, ja, dann hätte man vielleicht irgendwann im Mittelalter ein IQ von 0 gehabt und das ist ja sicherlich nicht realistisch. Also dieser Effekt im 20. Jahrhundert ist schon spezifisch, ist also jetzt nicht ein universeller Effekt, der sozusagen von alleine wirksam wird, ja. Sogenannte Flynn-Effekt, ja. Und da haben wir eben in Ostasien die größte zivilisatorische Kontinuität. Also es hat niemals eine so schwere, gravierende Krise gegeben wie in der europäischen Welt durch den Zusammenbruch des Weströmischen Reichs, wo über viele Jahrhunderte dann auch die Schriftlichkeit weitestgehend verloren war, ja, und sich dann erst wieder mühsam erarbeitet werden musste. Ja, da ist sozusagen der ostasiatische Kulturraum sehr viel kontinuierlicher und auch in einer Weise, dass also man ein gewisses meritokratisches Prinzip hatte mit dem ostasiatischen Beamtenwesen, was also hier, ich will mal sagen, schon in historischer Zeit wirklich intellektuelle Leistung auch gewürdigt wurde und man sozusagen nicht allein nur von der Herkunft seine Karriere bestritten hat. Ja. Also das chinesische Beamtenwesen ist sicherlich auch etwas, was sozusagen eine Honorierung, eine Gratifizierung von Intelligenz jetzt schon seit vielen Jahrhunderten dort geleistet hat. Ja.
So, wie ist der Unterschied zwischen den Juden und den Nichtjuden zu erklären? Sicherlich nicht dadurch, dass die Juden jetzt irgendwie das auserwählte Volk sind oder etwas Ähnliches, sondern ich glaube, es liegt zum einen daran, dass tatsächlich das die jüdische Schrift, ja, die also auch für die Juden ja im sakralen Kontext immer eine Rolle gespielt hat, sehr viel anspruchsvoller ist, sehr viel schwieriger ist als eben die lateinische Schrift. Die ist ziemlich uneindeutig. Man muss mit Zusatzzeichen irgendwie das vereindeutigen, aber selbst dann muss man ständig sozusagen auch beim Lesen interpretatorisch tätig sein. Also das aus der Tora zu lesen ist bei weitem nicht so einfach, wie eben einen lateinischen Text zu lesen, ja. Also auch hier haben wir das anspruchsvollere Schriftsystem und wir haben auch hier die größere Kontinuität. Denn erstens war Lesen sozusagen für die Rabbis natürlich immer eine wichtige Sache, aber die Rabbiner durften sich fortpflanzen. Ja? Das heißt, das ist, was wir im lateinischen Westen hatten, dass eben, ich will mal sagen, jemand, der einen starken Hang zum Lesen, zur intellektuellen Tätigkeit, zur Wissenschaft hatte, ja, der musste dann im Grunde genommen Kleriker werden, ja, weil das war die Möglichkeit im Mittelalter, um schreiben zu lernen, um lesen zu lernen, ja, wenn man eben nicht aus dem Hochadel stammte. Ja, und damit war man aber für die Fortpflanzung aussortiert. Also das hat möglicherweise einen ganz gravierenden negativen Effekt für die Intelligenzentwicklung im lateinischen Europa bewirkt, dass seit etwa 1000 oder seit dem frühen Hoder oder ja, frühen Mittelalter, also um die 1000 ist das Zölibat eingeführt worden. Das ist noch nicht richtig hohes Mittelalter, ja. Dass seit der Zeit eben Menschen, die besonders sich vielleicht zur intellektuellen Tätigkeit hingezogen fühlten, systematisch aussortiert wurden. Ja, ja, das sind also, glaube ich, die Faktoren, die das Judentum sozusagen begünstigt haben bei der Intelligenzentwicklung. Ja. Wenn wir jetzt auf Schwarzafrika zu sprechen kommen, dann ist es natürlich so, dass dort bis vor wenigen Generationen Lesefähigkeit ja eigentlich überhaupt kein entscheidender Faktor war, ja, weil die ja sozusagen bis vor wenigen Generationen vor hochzivilisatorischen Zuständen lebten, ja, in nicht durch Schriftlichkeit geprägt, also in Nordostafrika ist das ein bisschen anders, ne? Das ist eine Ausnahme, aber für den größten Teil von Schwarzafrika gilt das, was ich gesagt habe. Und da sind natürlich ganz andere Qualitäten irgendwo relevant gesellschaftlich und werden belohnt, als jetzt hier besonders gut in symbolischer, schriftlicher Datenverarbeitung zu sein, was dann eben in einem guten Intelligenzwert sich ausdrückt. Ja. Wir haben auch, daraus folgt natürlich, dass es jetzt nicht so ist, dass irgendwie per se wesenshaft irgendwie Schwarze weniger intelligent sind als Weiße, ja, das ist also dazu sind natürlich auch Schwarze und Weiße genetisch viel zu eng verwandt, also in biologischer Hinsicht ist ja die menschliche Art untereinander sehr eng verwandt, also weil sie eben relativ jung ist, ja, also das ist relativ unplausibel. Man hat ja auch den Umstand, dass der Flynn-Effekt sich sowohl auf die schwarze als auch auf die weiße Bevölkerung in Nordamerika ausgewirkt hat. Und man hat etwa den Umstand, dass die schwarze Bevölkerung Ende des 20. Jahrhunderts in etwa so intelligent war wie die weiße Bevölkerung Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja? So, auf die Frage, ist das nun genetisch oder ist das umweltbedingt? Ich glaube, dass wir das in letzter Konsequenz gar nicht richtig auflösen können, ja, denn wir haben einerseits die Genetik, wir haben andererseits aber auch sowas wie Mentalitätsgeschichte, ja, also es gibt die unterschiedlichen Ethnien, haben ja eben auch ihre eigenen Mentalitätstraditionen, die sich eben, was das anbelangt, auch unterscheiden können. Auch das kann sozusagen dann unterschiedliche Entwicklung in der Intelligenz, in der kollektiven Intelligenz bewirken. Also beispielsweise, was gilt als attraktiv, ja? Gilt Belesenheit, ja, in den jeweiligen Subkulturen, Unterkulturen als etwas, was attraktiv macht oder nicht, ja? Das ist beispielsweise, könnten sich dort auch die unterschiedlichen Ethnien eben unterscheiden, ja? Das heißt, es ist, glaube ich, in letzter Konsequenz
nicht 100% aufklärbar, was so die Anteile von Genetik sind und von Milieu. Ich glaube, dass beides eine Rolle spielt, dass wir aber, wie soll ich sagen, da leider nicht alles transparent machen können. Aber was denke ich, relativ sicher ist, dass es langfristige Entwicklungen sind, also dass man jetzt nicht durch kurzfristige Fördermaßnahmen oder so diese Intelligenzunterschiede auslöschen kann, zum Verschwinden bringen kann, sondern das sieht man ja auch in den genannten Entwicklungen, dass also das eine Sache von Jahrzehnten und Jahrhunderten ist, wie sich sozusagen in verschiedenen Untergruppen dann auch die Intelligenz entwickelt. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir also auch in Schwarzafrika jetzt zumindest in den Ländern, in denen einigermaßen gesellschaftliche Stabilität herrscht, auch einen ganz, ganz massiven Flynn-Effekt haben, dass also dort die Intelligenz rapide zunimmt. Ja, wir haben ja mittlerweile, ist glaube ich im Westen geschafft, dass der Flynn-Effekt zum Erlöschen gekommen ist, möglicherweise als ein Resultat der Smartphones, ja, oder was auch immer. Also das wäre eine mögliche Erklärung. Ja, und natürlich muss man auch immer wieder darauf hinweisen, Intelligenz ist nicht alles. Also der Mensch ist nicht einfach nur sein Intelligenzquotient. Ein sehr wichtiges Beispiel, insbesondere was die afroamerikanische Bevölkerung anbelangt, ist für mich immer die Popmusik, ne? Denn es ist ja so, dass der Beitrag der Afroamerikaner zur amerikanischen, nordamerikanischen Musik, Popmusikkultur, ja, ich würde mal sagen, etwa bei 50% liegt. Ja, kann man jetzt noch streiten, ob es höher oder geringer ist, aber auf jeden Fall, was klar ist, ist deutlich, deutlich überproportional verglichen zum Bevölkerungsanteil. Ja, und woran liegt das? Ja, und wodurch ist das zu erklären? Und das ist eben für mich dadurch zu erklären, dass die Afroamerikaner gewissermaßen geistige Qualitäten mitbringen, in denen sie dann ein Stück weit überlegen sind auch den Weißen. Ja, also sie haben tatsächlich, wie das immer so ist, alles hat sozusagen seinen Preis. Das heißt, der höhere Intelligenzquotient in einer Bevölkerungsgruppe hat vielleicht auch einen Preis der Gestalt, dass andere nicht so gut messbare geistige Qualitäten dann vielleicht unterentwickelt sind. Also konkret heißt das, dass ja, ich will mal sagen, wenn man so will, seelenhafte Qualifikationen, Ausdruck, Persönlichkeit und so weiter, ja, dass das vielleicht bei den Schwarzen stärker entwickelt und ausgeprägt war oder auch noch ist, ja, als bei den Weißen, sodass dass sie dann, was das anbelangte, bei der Popmusik auch einen Vorteil hatten, ja, gegenüber den Weißen. Ja. Also das ist sicherlich, ist diese Ungleichheit, diese Überrepräsentation der Schwarzen in der nordamerikanischen Popmusik, ist ja sicherlich nicht darauf zurückzuführen, dass es einen anti-weißen Rassismus im 20. Jahrhundert gegen weiße Popmusiker gab. Das wäre ja völlig absurd anzunehmen. Ja. Und das zeigt eben auf, dass, ich will mal sagen, das Feld des seelisch-geistigen hochdimensional ist und man sich nicht eben zu sehr nur auf so eine Zahl fixieren sollte. Es ist ja sowieso auch fragwürdig, ob es überhaupt das Ziel ist, dass die Menschen jetzt möglichst intelligent sind, ja. Wenn das dann den Preis hat, dass, ich will mal sagen, die Herzensbildung in den Keller geht, in Summe, ja, ist das ja vielleicht auch nicht unbedingt etwas, was es wert ist, angestrebt zu werden. Ja. Also auch da muss man, das muss man ein bisschen relativieren, ja, was diese Bedeutung vom IQ ist. Ja. Wobei ich mir schon, wie soll ich sagen, dass wir den Flynn-Effekt jetzt zum Stoppen gebracht haben, ist doch etwas, was mich auch eher beunruhigt, als dass es mich beruhigt. Ja, gut. Das zum Thema Intelligenz, was ich noch erwähnen wollte, also obwohl die Ostasiaten ja doch im Schnitt intelligenter sind als die Kaukasier, ist es doch auch historisch so gewesen, dass ein Großteil, der allergrößte Teil der Erfindungen, ja, die und Innovationen der letzten Jahrhunderte doch von aus der europäischen Kultur erwachsen sind, ja, der Computer, das Flugzeug und so weiter. Also das heißt, Intelligenz allein scheint, was das anbelangt, eben auch nicht jetzt der alleinig selig machende Faktor zu sein. Möglicherweise gibt es doch auch noch in der europäischen Kultur einen Faktor, ja, der dann eben doch auch uns, was das anbelangt, was Innovationen anbelangt, was Fortschritt in Wissenschaft und Technik anbelangt,
uns auch einen Vorteil verschafft hat, der eben nicht nur mit der Intelligenz zusammenhängt. Man könnte ja meinen, wenn die Ostasiaten im Schnitt deutlich intelligenter sind, warum wären dann nicht die ganzen technischen Durchbrüche der letzten 500 Jahre aus Ostasien gekommen? Ja, das kann man ja fragen. Ne? Also alles nicht so einfach. Intelligenz ist sicherlich ein entscheidender Faktor für das Verständnis der Psyche des Menschen, aber es ist eben nur ein Faktor und die ganze Sache ist äußerst komplex und selbst der Intelligenz ist nicht nur sicherlich diese Allgemeinintelligenz, die gemeinhin dann mit dieser einen Zahl charakterisiert wird, sondern es ist ja auch es gibt ja auch Unterfaktoren und dann wird das Bild noch deutlich komplexer, ne, in diesem Sinne. Also nicht übervereinfachen und ich glaube, der Standpunkt der radikalen Mitte ist da ganz natürlich, ja, also das, ich glaube, dass das der richtige Ansatz ist zu sagen, die Nullhypothese oder das, wovon wir ausgehen bei psychischen Unterschieden, ist, dass sowohl Anlage als auch Umwelt eine Rolle spielen und zu ideologische Sichtweisen, sowohl im rechten als auch im linken Sinne, sind, glaube ich, zu vermeiden. Aber dadurch, dass wir, glaube ich, empirisch unterbestimmt sind, ist für Ideologie immer auch einen Raum gegeben. Das heißt, man wird diesen ideologisch-weltanschaulichen Anteil in dieser ganzen Auseinandersetzung nie völlig eliminieren können. Warum? Weil wir es eben nicht gut genug wissen und dann durch unseren Glauben das Wissen vervollständigen müssen mithin. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und tschüss, bis zum nächsten Mal.